So, wir sind ready for push. Die Parkbremse wird gelöst. So. Starting pushback. And you may start engines. Das machen wir. Wir gehen ins Overhead Panel und haben hier links auf der linken Seite Engine Ignition. Und da schalten wir A an. Und jetzt starten wir die Triebwerke. Wir starten die Triebwerke in folgender Reihenfolge. 3, 1, 2. Das heißt, wir gehen beim Triebwerk Nummer 3, das ist das rechte, einmal auf den, orangenen Knopf hier oben, klicken drauf. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, das Triebwerk beginnt hochzudrehen. Das sieht man auch schön jetzt von außen, wie es sich anfängt gleich zu spillen. Irgendwie hier die Ground-Dinger, die wollen doch irgendwie noch mit, keine Ahnung. Genau, es fährt jetzt so hoch. Und sobald es bei diesem blauen Strich ist, ist es ungefähr bei 12%. Geben wir Schub dazu, einmal hier unten drunter Fuel dazu und jetzt fährt das Triebwerk final hoch. Das andere Triebwerk hier ist noch aus. Gut, ist mir gerade die Checkliste runtergefallen, aber okay. So, das Engine fährt hoch. Dann machen wir das gleiche jetzt mit Engine Number One. Wenn dieses orange Licht ausgeht, genau jetzt, Engine Number One. Operation complete, set parking brake. Park brake set, das ist jetzt hier Park brake on und auch hier unten leuchtet das gelbe Park. So, wir haben gleich den Punkt erreicht, geben Sprit dazu. Und damit dreht jetzt das Triebwerk langsam hoch. Wir können das Handzeichen uns geben lassen und den Pusher trennen. Pushback wird dann von der rechten Seite kommen. Seht jetzt, die zwei Engines laufen, das mittlere läuft noch nicht. Das machen wir jetzt an. Engine Number 2. Hose disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Dankeschön. Gut. Und Schub dazu. So. Damit drehen jetzt alle Triebwerke ordentlich hoch. Wir drehen unser Runway Heading ein. 36. Also 0000. Dann schalten wir das APU Bleed aus. Einfach hier auf APU Bleed, einfach auf Off drücken. Und damit geht dann auch der ganze Rest im Flieger aus. Also die APU geht dann automatisch aus, wenn das APU Bleed abgeschaltet wird. Jetzt können wir unsere Flight Controls checken. Dafür geht ihr einmal auf Configuration. Full Up, checked. Full Down, checked. Neutral, Full Left, checked. Full Right, checked. Neutral, Paddle Full Left, checked. Paddle Full Right, checked. Okay, Full Right hängt es gerade ein bisschen. Wieso auch immer es gerade Full Right hängt. Finde ich ja mal funny. So. Genau. Und dann sind wir jetzt ready for Taxi. Gut, das ist erledigt. Dann können wir jetzt die Auto Brake auf Takeoff stellen. Die befindet sich hier hinter den Schubhebeln. Einmal auf TO für Takeoff. Die Flaps stellen wir auf 15. Da gibt es eine Besonderheit bei den Flaps. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Dieser Flapshebel wird einmal auf Dual A Flap gestellt, also hier rein. Und dann wird mit Hilfe dieses Rades die
Flap-Einstellung geändert. Also Flap Takeoff Selectus. Und den stellen wir jetzt auf 15 Grad und somit haben wir jetzt Flaps 15. Stabilize Trim wird gesetzt. Stabilize Trim liegt bei 5.7. Wir sind aktuell bei 3.0. Das können wir jetzt aber noch ein bisschen anpassen. So. 5.7 muss es sein. Stabilizer Motion 5.7 Set. Die Spoilers schalten wir auf Armed. Einmal anfassen und hochziehen. Die grüne Box ist noch nicht frei. Nur wenn wir jetzt die Parkbremse lösen. Aber eine grüne Box und es ist alles in bester Ordnung. Und wir können jetzt zur Bahn rollen. Dafür machen wir uns einmal das Nose Light auf Taxi und die Runway Turn Off Lights können wir uns einschalten. So, noch das und das. Und damit haben wir jetzt Licht und wir rollen zur Bahn. Ich nutze zum Rollen nur das mittlere Triebwerk, dann kommt man besser um Kurven rum. Weil das Thema Kurvenfahren ist in so einer MD-11 echt nicht so ganz einfach. Und deshalb... rollen wir jetzt hier los. So, dann habe ich schon wieder die Kurve komplett verpasst. Nee, noch gar nicht. Es ist halt das Thema Kurvenfahren ist mit der MD-11 nicht so die einfachste Sache. An sich machbar, aber es geht halt relativ schwer. Wir rollen zur Runway 36 Left. Die 36 Left ist die Bahn ja am Arsch der Welt, also die da hinten. Da rollen wir jetzt mal schnell hin. Und dann sehen wir uns dort wieder. What we can be, life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. So, wir stehen jetzt an der Bahn. Und das heißt für uns, wir gehen einmal ins Override Panel. Schalten die Landing Lights auf Extract and On. Nose Light auf Land. Dann das High Initialize Light geht auf An. Dann drücken wir einmal auf Auto Flight. So. Oh, einmal auf Autoflight. Ich habe gerade aus Versehen zweimal gedrückt. Ändert jetzt nichts, aber in der Regel einmal. Dann lösen wir die Parkbremse. Und dann rollen wir mit der Kraft der drei Triebwerke auf die Bahn. Seht ihr, wir haben gerade Taxi, Ground Speed, zwei Knoten. Hier auch schön das High Initialize Light zu sehen jetzt. Rollen wir jetzt auf die Bahn. Bitte die Kurvenfahrt noch mal ein bisschen üben. Das ist hier eine schöne Kurve. Und dann stehen wir zwar jetzt nicht ganz auf der Centerline, können wir aber noch anpassen. Gut, und dann würde ich sagen, take off. Ihr schiebt jetzt eure drei Schubhebel, bzw. euren Schub so weit nach vorne, bis die Anzeigen am lilanen Bereich sind. So. Nicht weiter, weil dann kommt er in den gelben Bereich und das ist dann nicht gut. So, Schub liegt dann. Wir beschleunigen. We rotate bei 162 km/h oder Knoten. V1 Hammer go, we rotate, V2 Und damit erhebt sich die MD-11 in die Lüfte auf dem Weg nach Frankfurt am Main. Das Gear können wir einfahren. Das Gear ist coming up.
Dann schalten wir jetzt einmal auf Autoflight, um den Autopilot One zu catchen. Dann auf NAV, FMS Speed und einmal auf Profile, damit der Flieger jetzt nicht nur die Speed, sondern auch unsere Navigationsroute und unsere Höhe gespeichert hat und übernimmt. Ihr seht, er fliegt jetzt. Hier ist eigentlich schon der Button FR, steht für Flaps Retract. Wir könnten die Flaps jetzt schon retracten. Jetzt nicht mehr, weil wir jetzt zu langsam sind. Also wenn es grün ist, könnte die Flaps rein theoretisch einfahren. So, er geht jetzt hoch auf 250, nimmt dafür jetzt die Nase ein bisschen runter. Die Flaps können wir einfahren. So. Jetzt sind wir also auf 0, weil das sind die Flaps. FR sind Flaps. SR sind die Slats. Ihr seht, die Slats sind noch draußen, während die Flaps eingefahren sind. Die Slats werden dann bei SR eingefahren. Slaps Retract. Das, was jetzt hier steht, Flaps 15 und GE, ist dann für die Landung. Das zeigt er hier beides an. Also darf er nicht irritieren lassen. Für uns zählt es als nächstes SR für Slats Retract. NAV 1 und 35.000 Fuß. Wir können jetzt schon mal auf Q&H schalten, auf Standard. Einfach hier den Pfeil nach unten ziehen. Und damit habt ihr jetzt auf beiden Seiten 10, 13. Und jetzt warten wir noch darauf, dass der Flieger eben seine Geschwindigkeit erreicht, wie die Slats einfahren können. Währenddessen können wir gucken, T-Case ist auf Standby. Das heißt, wir gucken einmal hier runter. Schalten auf TAI, das Wetterradar können wir von mir aus auf 1 stellen und auf WX für Weather. Und jetzt können wir uns noch, damit auch Traffic angezeigt wird, hier einmal auf TRFC drücken für Traffic. Data können wir uns noch anzeigen, wann wir welchen Wegpunkt erreichen sollen. Wir machen nochmal FMS Speed rein, das hat er nämlich jetzt gerade irgendwie rausgeschmissen. Einfach nochmal unten auf FMS Speed draufdrücken und dann läuft das. Ihr seht, jetzt beschleunigt der Flieger auch. Slats können retracted werden. Und damit fahren jetzt die Slats und die Flaps ein, ihr seht. Erst die äußere Kante und dann die innere Kante des Flügels. Und damit ist jetzt alles eingefahren. Wir beschleunigen weiter, haben jetzt 250 Knoten, 8300 Fuß, steigen mit 3600. Wir steigen echt sportlich, also was das Steigen angeht, ist die MD-11 wirklich ein flotter Flieger. Bei 10.000 Fuß machen wir dann wie gewohnt alles aus. Da können wir dann jetzt dann, ist ja gleich soweit, können wir einmal schon mal die Runway Turnoff Lights ausschalten. No Slide aus. Die Landing Lights können wir retracked. Das ist erledigt. Dann können wir hier unten einmal die Spoilers disarmen. Die Autobrake hier hinten geht auf Off. Q&H ist bei Standard. Alles in Ordnung. Der Flieger beschleunigt und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Wir können ja mal ein kleines bisschen rauszoomen. Um rein und raus zu zoomen, einfach hier auf Increase bzw. Decrease drücken und dann seht ihr hier, wir zoomen rein und wir zoomen raus. Hier haben wir schon unser 35.000 Fuß und hier geht es dann schon wieder runter in den Descent. Also wir sind nicht lange da oben. Dann geht es nach Frankfurt runter. Genau. Ich würde jetzt einfach sagen, genießt den Flug und wir sehen uns dann im Anflug wieder. Bis dahin. Ciao. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. Got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't give it up without a fight. What I feel, what I feel, and always right. Let us detonate tonight.